Auch hier darf ich die Teilnehmer nun bitten, einige Frontposen für die Fotografen zu machen. Dankeschön, meine Herren, ein Applaus begleitet Sie in den Aufwärmraum. Siegerehrung in der Männerklasse 2. Und hier belegte mit der Startnummer 16 aus Heide vom dortigen Fitnesscenter Olaf Köhler. Ich darf natürlich wiederum darum bitten, das ist eine Neuerung, die heuer eingeführt worden ist, ich bin da noch nicht so mit zurechtgekommen, die Athleten wieder in den Background der Bühne. Dann noch einmal vom Fitnesscenter aus Heide, sechster Platz mit der Startnummer 60, Olaf Köhler. Den fünften Platz aus Rheinbeck zu uns kommend mit der Startnummer 69, Rainer Runke. Rainer Runke startet für das Bodystadium 80 aus Bergedorf. Den vierten Platz belegte mit der Startnummer 62, Yaradi Masuat. Vom Bodyfit Center aus Hamburg. Den dritten Platz belegte mit der Startnummer 54 aus Potsdam zu uns gekommen, Thorsten Stör. Den zweiten Platz belegte der Athlet mit der Startnummer 65 vom Fitnessstudio aus Hamburg, Enno Hass. Erster Platz und damit Sieger dieser Männerklasse 2 aus Potsdam zu uns gekommen mit der Nummer 56, Thomas Reine. Auch hier darf ich nun die Athleten wiederum um einige Frontposen für die Fotografen bitten. Ami! Dankeschön, ein Applaus begleitet Sie in den Aufwärmraum. Und nun darf ich die Athleten der Männerklasse 3 zur Bekanntgabe der Siegerehrung und Platzierung in den Background der Bühne bitten. In dieser Männerklasse 3 belegte den sechsten Platz mit der Startnummer 79 von der Bodystation aus Hamburg, Michael Flügge. Den fünften Platz belegte der Athlet mit der Startnummer 81 vom Action Center aus Berlin, Olaf Meden. Den vierten Platz belegte mit der Startnummer 80 vom City Club Nord aus Hamburg Wolfgang Hill. Applaus
Den dritten Platz belegte vom Body Fit Center aus Hamburg mit der Startnummer 83 Zimai Siarak. Der zweite Platz geht an den Athleten vom Athletic Fitness Center aus Hamburg. Damit gewinnt diese Männerklasse 3 der Athlet mit der Startnummer 77. Einige Frontposen für die Fotografen bitten. Schön! Dankeschön, meine Herren. Ein Applaus begleitet Sie in den Aufwärmraum. Und nun darf ich zur Siegerehrung der Männerklasse 4 und den anschließenden Gesamtsieg unseren weiblichen Gaststar zu uns auf die Bühne bitten, Eleonore Urbanski, zur Übergabe der Pokale. Gleichzeitig darf ich die Athleten der Männerklasse 4, die Schwergewichtsathleten, zu uns auf die Bühne bitten, zur Bekanntgabe der Platzierungen. Den sechsten Platz belegte der Athlet mit der Startnummer 90 vom Fitnesscenter aus Bergedorf, Harald Röselau. Den fünften Platz belegte der Athlet aus dem City Studio Nord in Norderstedt mit der Startnummer 89, Thomas Hildebrand. Den vierten Platz belegte der Athlet mit der Startnummer 87 aus Leipzig zu uns gekommen, Lutz Arnold. Den dritten Platz belegte der Athlet vom Gym 80 aus Berlin mit der Startnummer 93, Rolf Weber. Zweiter Platz ging an die Startnummer 91 aus Göteborg zu uns gekommen, James Wallace. Den ersten Platz und zusätzlich den Pokal für das beste Posing bekam der Athlet mit der Startnummer 92 vom Fitnesscenter Ahrens aus Hamburg, Nandor Shaki. Ein Dank begleitet die Athleten in den Aufwärmraum. Und nun wird es noch einmal ganz, ganz spannend. Ich glaube, dass unsere Athleten jetzt entschlossen
ans Werk gehen und sich das Letzte hier liefern werden im Kampf um den Gesamtsieg des internationalen Hamburger Bodybuilding-Meisters 1990 in den Männerklassen. Und da darf ich nun die Klassensieger zu uns auf die Bühne bitten. Männerklasse 1, der Sieger mit der Startnummer 51, Frank Jablonski aus Berlin. Sieger der Männerklasse 2 mit der Startnummer 56 aus Potsdam, Thomas Beinel. In der Männerklasse 3 der Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr mit der Startnummer 77, Olaf Peters aus Hamburg. Und last not least mit der Startnummer 92, ebenfalls aus Hamburg, Nando Shaki. Doppelbizeps. Dankeschön. Latissimus. Dankeschön, die seitliche Brustpose. Jetzt, Olaf! Olaf, sauber. Schön, Olaf, drückst du raus! Dankeschön, die Rückenansicht. Die Rückenansicht. Doppelbizeps, Rücken. Dankeschön. Latissimus Rücken. Olaf, dreh dich mal um. Dankeschön. Die seitliche Trizepspose. Dankeschön. Und an sich, Bauchmuskeln und Beine. Dankeschön. Und nun eine Minute freies Posen. Ab jetzt. Dankeschön, ein ganz besonderer Applaus unseren vier Klasse-Athleten, die wirklich heute wieder eine Ausnahme dargestellt haben. Ich erwarte nun die Wertung des Wettkampfgerichtes und ich bin genauso gespannt wie Sie, wer ist jetzt der Sieger? Ich glaube, Klaus Simon nimmt schon einmal den Pokal, überreicht ihn Eleonore Urbanski und dann schreiten wir zur Tat.
mit 6:1 Kampfrichterstimmen internationaler Hamburger Bodybuilding-Meister 1990, Gesamtsieger aller Männerklassen. Auch hier gewinnt der Athlet wie in den beiden anderen Klassen vorher, der das beste Posing bekam. Die Nummer 92, Nader Shaki. Ein Applaus begleitet die drei Unterlegenen, die wirklich keine Verlierer sind. Und Nader Shaki, der internationale Hamburger Bodybuilding-Meister 1990 mit seiner Kür. Mit Nader Shaki darf ich mich bei Ihnen bedanken und